um den Rauminhalt eines Rotationsellipsoiden zu bestimmen, benutzen wir zuerst diese Ellipse mit großer Halbachse A und kleiner Halbachse B. In solch einem Bezugssystem hat diese Ellipse als kartesische Gleichung x² auf a² plus y² auf b² gleich 1. Wir lösen diese Gleichung nach y auf und finden so sofort y gleich plus minus b auf a mal die Quadratwurzel aus a² minus x². Für unseren Zweck hier brauchen wir nur die obere Halbellipse, das heißt alle Ellipsenpunkte, deren Ordinate positiv ist. Also brauchen wir nur y gleich plus b auf a mal die Quadratwurzel aus a² minus x². Und so entsteht die Funktion f, die jeder Zahl x b auf a mal Quadratwurzel aus a² minus x² zuordnet. Halten wir diese Funktion hier fest. Der Graph dieser Funktion ist selbstverständlich diese obere Halbellipse. Und es ist genau diese obere Halbellipse, die wir auch hier im 3D-Fenster sehen, die wir um die x-Achse drehen werden. Genau das werden wir machen. Schaut gut im 3D-Fenster. So ist also dieser Rotationsellipsoid entstanden, dessen Rauminhalt wir jetzt berechnen werden. Im Tutorial D6014 haben wir gesehen, wenn man einen Funktionsgraphen um die x-Achse dreht, dann erhält man einen Rotationskörper, dessen Rauminhalt V so berechnet wird. Man rechnet Pi mal das Integral von a bis b von der Funktion f von x im Quadrat dx. Und genau das werden wir hier machen. Laut dieser Formel müssten wir integrieren von minus a bis a. Aber durch die Symmetrie gegenüber der y-Achse reicht es zu integrieren von 0 bis a und dann diesen Rauminhalt mit 2 zu multiplizieren. Das machen wir hier. Wir integrieren von 0 bis a und multiplizieren dieses Integral mit 2. Was rechnen wir also? Integral von 0 bis a von dieser Funktion b auf a mal Quadratwurzel aus a² minus x² im Quadrat dx. Diese Konstante b² auf a² fliegt aus dem Integral raus als multiplikative Konstante. Und dieses Quadrat verschwindet noch mit dieser Quadratwurzel. Somit bleibt also letztendlich dieses Integral zu berechnen. Wir bestimmen eine Stammfunktion von a² minus x², das heißt a²x minus x hoch 3 Drittel. Und diese Stammfunktion lassen wir dann variieren von 0 bis a. Das bedeutet, wir ersetzen in dieser Stammfunktion das x da und da durch a. So erhalten wir a hoch 3 minus a hoch 3 Drittel. Dann ersetzen wir in dieser Stammfunktion das x da und da durch 0. So erhalten wir 0 minus 0, also 0. Und diese 0 ist dann abzuziehen von dem a hoch 3 minus a hoch 3 Drittel. Also erhalten wir im Endeffekt diese Rechnung. A hoch 3 minus a hoch 3 Drittel, das ist 3a hoch 3 Drittel minus 1a hoch 3 Drittel, also 2a hoch 3 Drittel. Und diesen Bruch können wir jetzt noch kürzen und finden dann letztendlich als Rauminhalt von solch einem Rotationsellipsoiden 4pi mal a mal b² geteilt durch 3.